Wir sind hier mitten im Herzen der Magdeburger Börde auf gutem Boden. Das passt auch ganz gut zu meinem Namen. Ackermann, geh du voran. Ich bin Hobbybauer und ich denke, der gute Boden ist deutschlandweit bekannt. Ein Fund, mit dem wir wuchern können. Ich komme aus der Region, ich bin mit ihr verwurzelt und deshalb stehen wir hier auf der guten Schwarzerde zwischen der modernsten Zuckerfabrik Europas und der Blauen Warte, ein alter Schutzfried der Bauern vor Rittern und anderen Angreifern damals, und ich finde es ein sehr passender Ort. Die Gesundheitspolitik liegt mir am Herzen. Als Krankenpfleger vom Beruf ist es mir ein Anliegen, die Menschen natürlich so lange wie möglich auch gesund zu erhalten. Deshalb setze ich mich dafür ein, dass die wohnortnahe medizinische Versorgung erhalten bleibt. Der Landarzt vor Ort ist entscheidend auch für die Lebensqualität der Menschen. Wir werden Gott sei Dank alle älter und es ist nicht gut, wenn man lange Wege dort auch zurücklegen muss. Es ist mir ein Anliegen, dass der Landarzt nicht nur im Fernsehen kommt, sondern auch zu Hause noch praktizieren kann. Deshalb ist es wichtig, dass wir die Bürokratie abbauen, die Praxisgebühr abgeschafft haben, damit auch die gute medizinische Versorgung vor Ort erhalten bleibt. Ein Faden, der sich durch unser Parteiprogramm zieht, ist natürlich der Begriff der Freiheit. Wir sind eine freie demokratische Partei und Freiheit in allen Lebensbereichen ist uns wichtig. Nicht nur in der Gesundheitspolitik, freie Therapie und auch freie Arztwahl, sondern auch die anderen Politikbereiche, Arbeitsplatzwahl, finanzielle Freiheit, das ist uns natürlich wichtig. Deshalb ist das der Oberbegriff, der auf alle Lebensbereiche passt. Die Freiheit wird in vielen Bereichen eingeschränkt. Denken Sie an den Abhörskandal der Amerikaner, in anderen Dingen. Deshalb ist es uns wichtig, dass die Freiheit auch verteidigt werden muss. Es gibt eine liberale Kraft, eine freie demokratische Partei, die sich auch für die Freiheit der Menschen einsetzt. Dafür kämpfen wir und dafür stehen wir auch ein. Ich bin jung, ich bin dynamisch, ich bin hier verwurzelt. Ich vertrete die Anliegen meiner Mitbürgerinnen und Mitbürger aus der Magdeburger Börde und dem Jerichower Land. Ich bin eine Stimme, auf die man sich verlassen kann. Und ja, ich bitte ganz einfach um die Unterstützung auch für einen jungen Kandidaten, der noch vieles vorhat, auch im Interesse der Bevölkerung. Und ich bitte Sie darum, machen Sie von Ihrem Wahlrecht am 22. September Gebrauch und unterstützen Sie mich mit Ihrer Stimme.